Wir warten noch auf letztes technisches Feintuning. Das ist geschehen. Herzlich willkommen hier in der Böll-Stiftung. Guten Morgen zu unserer Diskussionsrunde Auto und Emotion. Was treibt den Markt? Mein Name ist Nicole Maisch. Ich bin die verbraucherpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Und ich möchte mit Ihnen das Thema Auto und Emotionalität diskutieren. Wenige Industriegüter sind ja so stark emotional aufgeladen wie das Automobil. Die meisten von Ihnen werden sich vielleicht noch auch mit gewissen positiven oder auch negativen Gefühlen an das eigene erste Auto erinnern. Das ist im Leben der meisten Menschen doch noch etwas Besonderes. Umweltbewegung hin, Verkehrswende her. Ich habe mich gefragt, was mich qualifiziert, dieses Podium zu leiten, weil ich als Mensch, der nicht mal einen Führerschein besitzt, natürlich erstmal etwas tiefer graben muss nach meinem emotionalen Zugang zum Auto. Aber es ist mir dann doch relativ leicht gelungen, weil ich mich an die 80er Jahre erinnert habe, als ich ein kleines Mädchen war. Und da hatte ich eine besondere emotionale Verbindung zu einem Auto, einem orangenen Opel Ascona der B-Reihe. Die Fachleute hier werden sich vielleicht noch an dieses wunderbare Auto erinnern. Das fuhr damals mein Vater. Und ich kann mich an wenig frühe so furchtbar deprimierende Erlebnisse erinnern, wie als dieses wunderbare Gefährt, der Opel Ascona, gegen eine hässliche platinfarbene Qualle, nämlich den Opel Omega, ausgetauscht wurde. Also damals war für mich das Auto auf jeden Fall emotional besetzt. Aber wir wollen nicht in den individuellen Erinnerungen bleiben, sondern wir haben uns eine illustre Runde von Experten eingeladen, die mit wissenschaftlichem oder journalistischem Background sich diesem Thema Automobil und Emotion widmen werden. Der erste ist Professor Franz Rudolf Esch. Ich werde seine ganzen Meriten, die er sich erworben hat, hier nicht aufzählen können, aber er ist unter anderem Universitätsprofessor an der European Business School in Österreich-Winkel, leitet dort das Institut für Marken- und Kommunikationsforschung und das Automotive Institute for Management. Er war jahrelang an der Universität in Gießen als Professor mit Schwerpunkt Marketing tätig und er gilt als der Markenpapst in Deutschland. Er wird uns jetzt gleich einen ungefähr 15-minütigen Input-Vortrag zu diesem Thema halten und wir sind sehr froh, dass wir Professor Esch für diese Diskussion gewinnen konnten. Mit auf dem Podium auch Winfried Hagenow von Infratest, TNS Infratest GmbH, ein Marktforscher aus der Praxis, er ist dort für den Bereich Produktion verantwortlich und bis 2010 auch für den Bereich Mobilität zuständig. Er ist Geograf, Soziologe und Verwaltungswissenschaftler, auch ein Mann mit fundiertem wissenschaftlichen Background und seit den 80er Jahren in der Marktforschung tätig. Bernd Ostmann, ein Maschinenbauer, also mal kein Theoretiker, sondern ein Mann der Praxis, hat in Esslingen Maschinenbau studiert, ist jetzt aber eben nicht mehr an den Geräten, an den Schrauben tätig, sondern er ist bei Automotorsport Chefredakteur. Ich habe gehört, er hat als eigenes Auto nur noch einen Oldtimer, weil er so häufig Testwagen fahren muss. Ich glaube, das Mitleid des Publikums darüber wird sich in Grenzen halten. Er hat die Chefredaktion 2012 dann abgegeben und ist jetzt Herausgeber und Markenbotschafter von Auto, Motor, Sport. Ich freue mich auf die Diskussion mit diesem illustren Kreis hier auf dem Podium und das Podium gehört jetzt zuerst mal Ihnen, Professor Esch. Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Maisch, für die netten Worte. Es sind noch kaum ein paar Minuten vergangen. Ich habe schon viel gelernt. Praktisch sind die Ingenieure, die anderen nicht. Das trifft, glaube ich, ein ganz gutes Bild, was in der Automobilindustrie weit verbreitet ist. Aber ich denke, es gibt durchaus auch andere, die, sage ich mal, praktischen Input leisten können. Und das Thema heute ist ein spannendes. Ich versuche mich auch kurz zu halten. Ich habe auch nur eine Botschaft für Sie, eine einzige Botschaft. Und die ist aber wichtig. Ich konzentriere mich auch auf Auto und Emotion und nicht auf was treibt den Markt. Ich bin weder das Orakel von Delphi, noch möchte ich irgendwo der Diskussion vorgreifen.
aber einen wichtigen Punkt in der Diskussion machen. Wenn wir über Autos sprechen und über Ingenieure, dann denken wir ja, die Branche ist rational getrieben. Das ist im Kern die Idee. Frei nach René Descartes, der im 17. Jahrhundert gesagt hat, ich denke, also bin ich. Das, was uns von Menschen unterscheidet, ist unser Stammhirn. Das ging dann im Kern seit dem 17. Jahrhundert immer so weiter. Der Homo economicus wurde erfunden, Adam Smith, Sie erinnern sich daran. Und wir waren auch schlicht der Meinung, als überlegenes Lebewesen macht der Unterschied das Ding. Nun haben wir aber 99% unserer Gene, die identisch sind mit denen von Schimpansen. Und ich frage mich wirklich, wie viel Unterschied macht das 1% im tagtäglichen Leben, meine Damen und Herren? Ich fahre gerne Auto, ich fahre oft Auto, ich bin oft auf der Autobahn. Und wenn Sie da teilweise sehen, wie sich andere Fahrer verhalten und was die alles aus der Trickkiste ziehen, wenn sie sich irgendwo schlecht behandelt fühlen im Straßenverkehr, dann frage ich, hat das viel mit Denken zu tun oder hat das mehr mit Gefühlen zu tun? 1990 gab es dann den Umschwung. Das, was viele Psychologen theoretisch gut untermauern konnte, wurde bestätigt durch die funktionale Magnetresonanztomographie. Das ist ein Fenster ins Gehirn der Kunden. Und dieses Fenster hat aufgeräumt mit dem Vorurteil, wir denken, also sind wir. Das ist heute nicht mehr so der Fall. Das kann man nicht stehen lassen. Heute gilt eher das, was Antonio Damasio gesagt hat, einer der großen Hirnforscher. Er meinte, ich fühle, also bin ich. Das ist eine Palastrevolution des Denkens. Jetzt bin ich wieder beim Denken. Warum? Er stellte fest, dass ein Patient, der eine Eisenstange bei einem Unfall ins Gehirn getrieben bekam, vollständig davon wieder geheilt werden konnte. Der Mensch konnte wieder reden, der konnte wieder sprechen, der konnte wieder Tätigkeiten vollziehen, aber er war nicht dazu in der Lage, selbst einfachste Entscheidungen zu treffen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Möchten Sie heute zum Mittagessen Fisch essen oder möchten Sie Fleisch essen? Er konnte es nicht. Und man stellte fest, dass der Grund dafür darin lag, dass Gehirnbereiche zerstört waren, unwiderruflich, die für Emotionen zuständig waren, aber nicht für Rationalität. Und daraus folgerte Damasio zu Recht, und das ist heute bekannt und belegt, Sie können keine Entscheidung ohne Emotion treffen. Frau Meich, Sie hätten das Beispiel gar nicht gebraucht mit den 80er Jahren. Denn Autos erzeugen immer Emotionen. Ich war in Podiumsdiskussionen dabei, da wurde überhaupt nicht mehr über rationale Argumente gesprochen bei dem Thema Elektromobilität, sondern da wurden sich nur gegenseitig Vorwürfe ausgetauscht auf höchst emotionaler Ebene. Manche hassen das Automobil, andere lieben es, aber sie verbinden damit immer und automatisch Emotionen. Das hat Auswirkungen auf unser Handeln und auch auf die Art und Weise, wie man einen Transformationsprozess begleiten kann. Prinz sagte so schön, wir tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun. Und da man es am besten bei anderen beobachten kann, greife ich auf ein klassisches und abgegriffenes Beispiel zurück, die Schuhe der Frauen. Warum braucht man das 100. Paar rote Schuhe, wenn man schon 10 Paar Schuhe im Schrank hat? Fragen Sie Ihren Lebensabschnittspartner, es gibt immer eine Erklärung dafür. Wir tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun. Warum braucht man in der Innenstadt einen PS-Boliden, wenn es doch nicht schneller als 50 Kilometer gehen sollte? Warum gibt es Menschen, die stolz sind auf eine Uhr und erzählen, Sie haben sie gekauft, weil sie 1200 Meter tief tauchen können. Und wenn man sie fragt, tauchen sie denn? Sagt sie, nein, das vertrage ich wegen den Ohren nicht. Ich kann doch nicht mal schnorcheln. Und das ist die Idee von Prinz. Wir entscheiden mehr oder weniger emotional, aber wir finden immer eine rationale Begründung dafür.
wenn wir das jetzt weitertreiben, es gibt unterschiedliche Studien. Ich zeige Ihnen nur eine, die Bedeutung des Autos im Vergleich zum aktuellen Lebensgefährten ist an Nummer 2. Man könnte fast Angst haben, dass sich das möglicherweise sogar noch ändern könnte. Und andere Produkte wie das Handy oder das Internet fallen noch deutlich dagegen ab. Übrigens, bei den Jüngeren ist die Rangfolge völlig identisch. Völlig identisch. Und wenn die Leute sagen, es wird weniger Führerschein gemacht, dann vergessen sie auch, dass man das relativieren sollte um die Zahl der Jugendlichen, die über die Jahre einfach gesunken ist. Und wenn man das relativiert, nimmt tendenziell natürlich die Zahl der Leute, die Führerschein machen, ab, aber nicht in dem Maße, in dem es kolportiert wird. Das sollte man auch ehrlich sein. Wenn man jetzt weitergeht und sich überlegt, was das bedeutet, dann können Sie das auf jeden Lebensbereich übertragen. Sigmund Freud, der große Psychologe, hat schon sehr früh gesagt, Menschen spüren nur den Unterschied. Und deswegen haben wir alle diese Marken untersucht, die Sie hier sehen, um einmal zu sehen, was macht denn den Unterschied zwischen starken und schwachen Marken, wenn wir mittels funktionaler Magnetresonanztomographie in die Köpfe der Kunden schauen. Wir haben das gemacht gemeinsam mit dem Professor Elger vom Life and Brain Institut an der Universität Bonn-Bad Godesberg und haben zunächst einmal mit klassischen Verfahren ermittelt, was sind starke und was sind schwache Marken. Und Sie sehen, die unterscheiden sich signifikant in Größen wie Markeneinstellung, Markenbindung, Markenvertrauen. Dann haben wir neue, unbekannte Marken entwickelt, um zu sehen, wie sind denn die Unterschiede im Gehirn zwischen diesen Marken. Auf der linken Seite sehen Sie unter anderem Marken wie Porsche und BMW. Auf der rechten Seite bei den schwachen Marken sehen Sie eine Marke, die wir alle kennen. Sie haben sie freundlicherweise genannt, Opel. Das zeigt übrigens, wie schwer es die Manager bei Opel haben. Nicht nur wegen der Mutter und dem Betriebsrat, sondern auch wegen der Marke. Ich zeige Ihnen ein paar Ergebnisse. Das sind übrigens die einzigen signifikanten Ergebnisse, die wir erzielen konnten in dieser Studie. Punkt 1. Starke Marken unterscheiden sich von schwachen Marken, weil sie positive Gefühle hervorrufen. Das überrascht nicht wirklich. Aber es ist der einzige zentrale Unterschied zwischen starken und schwachen Marken, BMW und Opel. Punkt 2. Schwache Marken unterscheiden sich von starken Marken, weil sie negative Gefühle hervorrufen. Negative, nicht neutrale. Das hat uns überrascht, weil wir konnten vorher nur Neutralität messen bei den klassischen Messungen. Im Gehirn gab es aber den negativen Ausschlag. Übrigens, das wird sehr gut gespiegelt durch offene Assoziationen. Weil bei Opel kamen dann Assoziationen wie jeder Popel fährt eine Opel. Wohlgemerkt, die Qualität der Autos ist super. Da haben die toll dran gearbeitet. Sie haben schöne Modelle. Aber sie leben mit einem Vorurteil und mit negativen Emotionen. Was wir auch sagen können, ist, dass schwache Marken sich von unbekannten Marken dadurch unterscheiden, dass sie bei den schwachen Marken wissen, es gibt sie, es gibt einen Wissensabruf. Die unbekannten Marken lesen sie und damit können sie nichts verknüpfen. Aber in beiden Fällen unterscheiden sich diese Marken im Vergleich zu starken durch negative Gefühle. Stellen Sie sich vor, Sie haben jahrelang in eine Marke investiert und produzieren negative Gefühle. Das können wir übrigens übertragen und hart machen. In unserer Studie haben wir hier gefragt, Fahrer der Automobile, wie werden Sie in Bezug auf Emotionalität, das ist ein Emotionscore, beurteilt, da ist Porsche und Mini on top. Wenn Sie aber die Mini-Fahrer fragen, wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Minis, dann kann man nur eins sagen. Es gibt keine Marke, die wir gemessen haben, die ein schlechteres Preis-Leistungs-Verhältnis hat als Mini. Das sehen die alle und sind trotzdem glücklich mit dem Auto. Ja, was ist denn daran rational? Erklären Sie mir das. Das ist die IAA. Oben die postulierte Zukunft, keiner geht hin. Und unten die postulierte Vergangenheit. Alle drücken sich die Nasen platt. Wenn Sie dann weitergehen und fragen, und das ist natürlich traurig, Frau Meich, aber da kann man dran arbeiten, meiner Meinung nach. Wie ist denn das Thema Umweltfreundlichkeit zu beurteilen? Dann sehen Sie,
Das ist im Ranking relativ weit unten. Und wir haben übrigens in anderen Bereichen repräsentativ für den Lebensmittelhandel eine Studie gemacht, was ist in der Zukunft wichtig. Da sagen natürlich alle Kunden, Nachhaltigkeit ist wichtig. Aber wenn Sie dann mal trennen zwischen dem Hardcore-Nachhaltigkeitsfans und den anderen, dann stellen wir plötzlich etwas fest, was widersprüchlich ist. Nämlich, für die, die Nachhaltigkeit ganz hoch halten, ist der Preis aber genauso wichtig wie bei allen anderen. Und das Thema Mental Convenience ist genauso wichtig wie bei allen anderen. Also schnell was warm machen, aber es soll nachhaltig sein. Wie geht das? Ich glaube, das sind Widersprüchlichkeiten, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und das ist meine simple Botschaft. Einfach und klar. Auto ist Emotion. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Denken Sie an Ferry Porsche, der hat gesagt, das letzte Auto wird ein Sportwagen sein. Natürlich ein Porsche. Ob das jetzt ein Porsche oder ein Ferrari ist, das sei mal dahingestellt. Aber glauben Sie mal eins, es wird kein Renault Kangoo sein. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Das war wahrscheinlich eine realistische Einschätzung, auch wenn es denen, die den Kangoo entwickelt haben, vielleicht nicht so gelegen kommt. Ich denke, wir können jetzt ganz gut in die Diskussion einsteigen mit der ersten Frage. Und zwar würde ich Sie gern fragen, Herr Hagenow, die emotionale Aufladung, die Einstellung zum Automobil. Da haben wir gehört, es hat sich nicht viel geändert. Die sinkenden Führerscheinzahlen hängen doch eher an der demografischen Entwicklung. Handy und Lebensgefährte und Internet sind immer noch weniger wichtig als das Auto. Sie haben eine ganze Menge Menschen befragt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Deckt sich das mit Ihren Befunden? Also Auto ist natürlich, ja, wie Professor Esch schon sagte, fast Emotion pur, muss man ganz klar sagen. Und das Verhalten hat sich da in den letzten Jahren im Grunde genommen, wenn man es auf die Gesamtbevölkerung betrachtet, eher graduell geändert. Aber Sie finden natürlich Bevölkerungsgruppen, insbesondere unter den jungen Leuten, bei denen der Stellenwert des Autos zum Zeitpunkt, ich bin jung sozusagen, nicht so hoch ist. Das verschiebt sich dann allerdings. Und wenn Sie dann irgendwann in der Altersklasse 30 plus sind, mag das ganz anders aussehen. Und was Professor Esch vorhin sagte, dass natürlich vor allen Dingen ein demografischer Faktor dort eine Rolle spielt, ist klar. Aber Sie sehen auch, dass bei den jungen Leuten bis 25 etwa die Zahl der Führerschein-Neuerteilungen im Jahr doppelt so stark abnimmt, wie die Bevölkerungsgruppe abnimmt. Das bedeutet, mit einer Rate von ungefähr 3%, 3,5% pro Jahr gehen die Führerscheine runter in dieser Altersklasse, wird verschoben, also die Führerscheine kommen später, während die Bevölkerungsgruppe bis 24 Jahre so im Moment etwa um 2% pro Jahr abnimmt. Also Sie haben dort eine Relation, das drückt auch schon aus einen Faktor, der aus der Urbanität, aus der Urbanisierung kommt. In der Stadt ist tatsächlich der Führerschein vielleicht weniger wichtig und Jugend ist heute viel stärker verstädtert als noch vor 20 oder vor 30 Jahren. Auch das muss man sehen. Aber die Emotion dahinter, die bleibt zeitlich verschoben. Das heißt, Herr Ostmann braucht sich keine Gedanken machen, dass die Abonnenten wegsterben, dass neue Trends und demografische Entwicklungen das Auto in den Hintergrund drängen. Wie beurteilen Sie das? Also Sie sehen ja auch die Trends, Sie nehmen als Medienmensch, als Journalist wahr, wie auch in den Medien kommuniziert wird. Es gibt Thesen, wir haben sie jetzt widerlegt gehört, das Smartphone ist doch wichtiger als Statussymbol, als das Auto. Macht Ihnen das Sorgen, als Mensch, der dem Automobil doch so eng verbunden ist? Ja, natürlich macht uns das Sorgen, aber jetzt muss man vielleicht relativieren. In der Tat werden die Führerscheine später gemacht.
Es gibt aber natürlich, wenn man sich jetzt Berlin ansieht, und ich sag mal, Berlin ist wie eine Insel. Sie haben hier natürlich die Möglichkeit, mit dem öffentlichen Nahverkehr alles zu erschlagen. Sie brauchen kein Auto. Im Gegenteil, wenn Sie jung sind, ist es natürlich mit hohen Kosten verbunden. Sie haben das Problem mit der Parkplatzsuche. All das fällt natürlich weg. Mein Sohn selber, als er in Paris studiert hat, hat er kein Auto gehabt. Als er zurückkam, sofort und ist begeisterter Autofahrer. Wir stellen fest, dass bei den Jungen die Begeisterung am Auto nicht nachlässt. Auch in der Stadt ist es so, dass immerhin 56% noch sagen, ich fahre mit Begeisterung Auto. Das ist jeder Zweite und es nimmt auch nicht ab. Aber sie haben natürlich in den Städten viel mehr Optionen. Wenn sie aufs flache Land rausgehen, sieht es wieder ganz anders aus. Da haben die Jungen auch sofort einen Führerschein und wollen mobil sein. Ich sehe ganz klar eine Verschiebung, je mehr Leute in der Stadt wohnen, auch Junge vor allem, da wird das Thema Auto natürlich nicht die erste Rolle spielen. Sobald sie älter sind, sobald sie eine Familie gründen, stellen wir fest, dann wird natürlich der Führerschein nachgeholt, dann will man mit der Familie mobil sein und das geht mit dem Auto. Ja, das hat mich bei Ihrem Vortrag auch dann doch etwas verwundert. Das Beispiel des Mini, er ist teuer, es gibt vergleichbare Produkte für deutlich weniger Geld, die verbrauchen weniger Sprit, aber wir wollen ihn haben, weil er so knuffig ist. Und das ist natürlich für mich als Umweltpolitiker dann ein interessantes Problem, weil wenn die Menschen doch offensichtlich abstrahieren von Dingen wie Preis, von Dingen wie Spritverbrauch, von Entwicklungen auf den globalen Ölmärkten und sagen, ach, aber er sieht doch so nett aus. Wo packen wir die denn? Wenn wir sagen, wir müssen eine Transformation auch im Automobilsektor hinbekommen, also wie löst man dieses Knuffigkeitsdilemma? Ja, das ist eine spannende Frage. Ich würde vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Also ich glaube, wir müssen zunächst einmal die Hard Facts trennen und dann überlegen, wie geht man mit den Soft Facts um. Hard Facts sind, dass weltweit etwa 75% der jüngeren Leute in den Großstadtagglomerationen leben. Hard Facts sind, dass bis zum Jahr 2050 etwas mehr als 10 Milliarden Menschen in Großstadtagglomerationen leben. Also kann man daraus auch nur folgern, dass die Bedeutung des Autos dahingehend etwas abnehmen wird, dass es auch alternative Fortbewegungsmittel gibt, multimodale Mobilitätsdienstleistungen und dass man vielleicht sich nicht immer selbst ein Auto leisten kann, sondern es teilt mit anderen. Das ist, glaube ich, ein Fakt. Wenn Sie aber projektiv die Jugendlichen fragen, und das ist ja immer die Frage, wie man in den Wald hinein schreit, so schallt es zurück, was Sie sich projektiv wünschen, dann steht das Auto ganz weit oben. Das ist das, was Herr Ostmann sagte. So, und ich glaube, daran muss man angreifen, weil das, was heute die Menschen auch ein Stück weit abhält, neue Technik zu wählen, hat viel mit Emotionen zu tun. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Im Durchschnitt fährt der Deutsche vielleicht 25 Kilometer am Tag. Das könnte man problemlos abdecken mit einem Elektromobil. Aber die Leute wünschen sich, dass sie mindestens 200 Kilometer damit fahren können. Sie wollen auf der sicheren Seite sein. Das ist das Phänomen, ich kaufe das Auto für den Urlaub. Der andere Punkt ist der, dass man auch einfach gar nicht weiß, was bringt das. Denn die Menschen denken weniger in Technik, sondern sie denken vielmehr in Nutzen. Wenn also jemand im Durchschnitt bereit wäre, 2.300 Euro mehr zu bezahlen für ein Elektroauto und der Opel Ampera kostet aber rund 25.000 Euro mehr als der vergleichbare Astra, dann ist das natürlich ein Hemmschuh. So, und wenn wir jetzt nur von dieser rationalen Seite kommen, versuchen von der rationalen Seite zu argumentieren, erreichen wir die Leute nicht. Sondern wir müssen auch dieses Thema ein Stück weit emotional aufladen und auch zeigen, wie schön es sein kann, wenn man beispielsweise Elektromobilität nutzt, aber vor allen Dingen auch die Ängste bei den Kunden senken. Das wäre also sehr, sehr viel Aufklärung. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der, das Hemd ist einem immer näher als die Hose. Das heißt, es gibt durchaus Großstädte, wenn Sie nach Peking gehen, wo die Luftverschmutzung so hoch ist, dass man sicherlich gerne wechseln würde, um das akute Problem kurzfristig zu lösen. Aber bei uns spürt man das nicht so. Und solange man das nicht spürt und es auch viele andere sinnvolle Alternativen gibt, Downsizing, andere Materialien nutzen, wo man einfach den CO2-Verbrauch senken kann, weniger bezahlt wird man das machen. Also ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass man die Leute auch versucht, emotional zu erreichen
auch ein Stück weit aufzuklären und sie mit auf die Reise zu nehmen. Herr Hagenow, Sie haben ja umfangreiche Marktforschung betrieben, haben sicher auch Menschen danach nach ihren emotionalen Einstellungen zu zum Beispiel Elektromobilität gefragt. Deckt sich das mit den Erkenntnissen, die wir gehört haben? Also ist Elektrohybrid die Monatskarte? Ist das einfach so unsexy, dass es sich nicht durchsetzen wird auf dem Markt? Es ist sicherlich nicht unsexy. Also muss man ganz klar sagen, die Trendsetter, die gehen in diese Richtung, die wollen ein verändertes Mobilitätsverhalten zeigen. Es gibt ganz gut erkennbare Gruppen, die das vorantreiben. Es ist auch da immer wieder die Frage der Relation beispielsweise zur Gesamtbevölkerung. Das muss man sehen. Wir sind einfach in diesem Prozess noch nicht so weit. Und dann sehen wir eben, wie Professor Esch auch sagte, ein sehr hoher Preis ist zunächst ein starkes Gegenargument. Ja, wenn Sie daran denken, die größte Investition im Leben eines Menschen ist schnell mal das Haus, aber die zweitgrößte ist das Auto. Und das Dumme ist, dass das Auto, wenn ich das als Neuwagen kaufe, nicht nur einmal, sondern gleich vielfach im Leben gekauft wird. Da wird mehr Geld dafür ausgegeben als für ein teures Haus im Raum München, muss man so zu sagen. Was einerseits wieder die vermeintliche Abhängigkeit vom Auto unterstreicht. Wenn man sich anguckt, was wird gekauft, nämlich Premium, auch die Abhängigkeit von der Marke zeigt. Und wenn man heute überlegt, wie kriegen wir eine Elektromobilität auf ein gewünschtes Level, dann kann das meiner Ansicht nach nur funktionieren, indem man, wie Professor Esch auch sagt, die Emotion hier nutzt. Das heißt, Sie brauchen beispielsweise stark aufgeladene Marken. Die gibt es jetzt so im Bereich Elektromobilität noch nicht. Aber es ist natürlich die Chance. Es ist die Chance für BMW, für Daimler, für all die anderen Premium-Marken, herzugehen und zu sagen, wir verstehen uns neu als Mobilitätsdienstleister, wir mögen vielleicht Gesamtmobilität organisieren und hinter unserem Markenversprechen, hinter dem Markenversprechen Zuverlässigkeit, hinter dem Markenversprechen, du kannst dich in jeder Lebenslage darauf verlassen, dass du weiterkommst, dass du mobil bleibst. Hinter diesem Markenversprechen lässt sich dann auch eine völlig veränderte Mobilität emotional aufladen. Aber das ist genau der Schlüssel dazu. Sonst findet das nicht statt, sonst bleibt das begrenzt auf Bevölkerungsgruppen in der Größenordnung zwischen 5 und 10%. Horstmann, Sie sind ja als Medienvertreter auch der Resonanzboden für diese Bemühungen der Unternehmen, uns emotional anzusprechen. Das, was gerade gesagt wurde, findet sich das wieder in Ihrer Berichterstattung? Also ist es überhaupt möglich, als gutwilliger Journalist nachhaltige Mobilität entsprechend so emotional aufzubereiten, dass die Menschen das auch gerne lesen? Oder haben Sie dann Angst um Ihre Abozahlen? Also, gutwilliger Journalist ist gut. Nee. Es gibt ja auch böswillige, soll es geben. Nee, absolut. Ich sag mal, die neuen Technologien, alternative Antriebe, sind ein ganz wichtiges Thema für uns. Und wir begleiten das natürlich auch. Und ich muss sagen, es gibt aus Verbrauchersicht, wie wir sehen, eigentlich zwei Bereiche. Der eine ist, wir müssen aufhören, Ängste zu schüren. Wir müssen Klarheit schaffen auf der einen Seite. Also die ganz harten Fakten müssen eigentlich stimmen. Also ich habe heute zum Beispiel das Problem, ich weiß nicht, wie lange die Batterie hält. Ich weiß nicht, wenn ich das Auto verkaufe nach 5 Jahren, muss ich dem Zweitbesitzer eine neue Batterie kaufen für 10.000 oder 15.000 Euro. Das ist nur ein Punkt. Also es sind ganz viele Fragen, die nicht geklärt bei den alternativen Antrieben. Beispielsweise die Reichweite. Ich meine, wenn Sie heute losgehen, ich weiß nicht, ob Sie ein Frühtanker sind, aber wenn bei Ihnen die Kontrolllampe angeht, dann sprinten die meisten zur Tankstelle. Da fangen Sie beim Elektroauto erst an zu fahren. Also ich sag mal, diese Ängste um Reichweite, Sie haben es angesprochen, 200 Kilometer, kein Mensch braucht 200 Kilometer unter der Woche beispielsweise, die meisten sind Pendler, fahren 25 Kilometer. Und ich glaube, man muss hier umdenken, man muss vielleicht den Menschen dann die Sicherheit geben, wenn ich jetzt mal 200 Kilometer fahren muss, dann habe ich irgendwo ein Auto, das eben 200 Kilometer weit fährt. Ob mir das der Hersteller dann anbietet, ich weiß, BMW wird Ende des Jahres den i3 ein Elektroauto in den Markt bringen und man überlegt sich da schon Konzepte, wie man dem Menschen hilft, wenn er weiterfahren muss. Also es wird so eine Art Pool geben, in dem er dann eben dann einen Diesel für weitere Strecken bekommen kann. Das ist die eine Seite. Ich glaube, die ganzen Fragen müssen geklärt werden, die zusammenhängen mit alternativen Antrieben. Ob das zusätzliche Kosten sind, ob das beispielsweise die Schnittstelle ist jetzt beim Elektroauto.
ich lade das Auto auf, fängt dann der Stromkonzern über Nacht an, 5 oder 6 Mal hin und her zu laden, beschädigt meine Batterie. All die Dinge sind nicht geklärt. Die müssen geklärt werden, damit der Kunde an das Auto rangeht und sagt, okay, ich habe keinen Schaden. Ich muss nicht nach 5 Jahren oder 3 Jahren zusätzlich Geld bezahlen. Das andere Thema, was aber viel wichtiger ist, Sie haben vorhin ein Bild gezeigt, das Elektroauto oben mit 3 Besuchern. Und ich glaube, der Mercedes, das Forschungsauto unten mit 20.000 Leuten. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass die alternativen Antriebe und die alternativen Fahrzeuge auch emotional aufgeladen werden. Und das geht über das Design, die Optik und die emotionale Ansprache. Sie haben den knuffligen Mini angesprochen. Ich sage mal, warum kann ein knuffliger Mini nicht elektrisch fahren? Dann haben Sie die Marke, Sie haben die Emotion und Sie haben zusätzlich noch die Möglichkeit, sauber unterwegs zu sein. Und in der Stadt, warum nicht? Ja? Ich glaube, das, was wir bislang als Elektroautos, jetzt nehme ich mal den Smart und den Renault Twizy vielleicht aus, gesehen haben, sind eben Verzichtautos. Und für ein Verzichtauto 40.000 Euro zu bezahlen, mit all den Fragen, die dahinter sind, was mache ich nach 3 Jahren, brauche ich eine neue Batterie oder bleibe ich auf den Batteriekosten sitzen? All die Dinge sind ja nur rudimentär geklärt. Und ich glaube, dass man diese Hemmnisse wegbringen muss. Und dann müssen die Autos, und das wird sicher der nächste Schritt sein, emotional aufgeladen werden. Und auch noch so ein Thema, jeder hat gehört, so eine Batterie, die jetzt bei dem Streamliner, glaube ich, oder Dreamliner angefangen hat zu brennen oder sowas, das wäre natürlich der Super-GAU im Autobereich. Das darf natürlich nicht passieren. Also die neue Technologie muss ausgetestet sein und es darf keine Probleme geben. Herzlichen Dank. Da würde ich gerne nachfragen. Also ich habe von Ihnen gelernt, die positiven Emotionen sind eine wichtige Triebfeder für die Art, wie wir Mobilität gestalten. Aber jetzt habe ich gehört, das sind auch die negativen Emotionen, die offensichtlich großen Ausschlag geben. Das war für mich eine neue Information, dass offensichtlich das Bedürfnis nach 200 Kilometer fahren so groß ist, auch wenn man genau weiß, die Arbeitsstelle in der Stadt ist vielleicht nur 5 Kilometer weg. Gibt es neben den Punkten, die genannt wurden, also diese negativen Emotionen in Bezug auf Sicherheit, auf Reichweite, auf Angst vorm Liegenbleiben, gibt es noch andere Punkte, die bis jetzt in der Diskussion an emotionalen Triebfedern noch nicht genannt wurden? Also zunächst einmal hat Herr Ostmann, Herr Hagenhoff, die wesentlichen Punkte aus meiner Sicht genannt und absolut auch zutreffend genannt. Ich glaube, wir müssen den Scope aufmachen, denn Kunde ist nicht gleich Kunde. Es gibt Endkunden, es gibt gewerbliche Kunden, da unterscheiden sich die Interessen und Bedürfnisse massiv, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist der, ich würde noch die Motive hinzunehmen. Denn natürlich gibt es emotionale Barrieren, das sind die Ängste, über die wir gesprochen haben. Aber die Frage ist, wie kann man auch die Leute erreichen? Und wir haben jetzt in einem Forschungsprojekt insofern einen Durchbruch erreicht, indem wir erstmals belegen können, wie Persönlichkeitseigenschaften die Einstellung zu bestimmten, sag ich mal, Kommunikationsmaterialien dominant treiben. Da kam etwas anderes raus, als wir vermutet hatten. Weil wir haben gesagt, Leute, die sich umweltorientiert verhalten, machen das auch natürlich auch aus altruistischen Motiven. Jetzt weiß man aber in der Forschung, Kahnemann hat das auch gesagt, sie erzählen, schreiben, in Afrika sterben 12 Millionen Kinder täglich. Ich gebe mal ein Beispiel, Fantasiebeispiel. Und sie zeigen ein Kind und bilden es ab, das im Sterben liegt. Und sie realisieren immer mehr Spenden für das Bild mit dem Kind. Und wenn Sie jetzt mal hinterher schauen, woran liegt das? Möchte man etwas Gutes tun, anderen oder etwas Gutes für die Welt, dann ist das ehrlich gesagt viel zu weit weg für die Menschen. Das Hemd ist ihnen näher als die Hose. Sie tun in erster Linie etwas für sich. Also wenn man eine Kampagne macht, dann müsste man sich auch überlegen, wie man eine solche Kampagne gestaltet, damit man da hilft und das dann auch mit Hard Facts untermalen, zum Beispiel Umgang mit Batterien oder mit Garantien in dem Bereich. Der andere Punkt ist der gewerblichen Kunden. Da geht es eher um das Thema Total Cost of Ownership. Aber ich glaube, da geht es auch generell um komplett neue Geschäftsmodelle, dass man sagt, und da denkt ja die Deutsche Post und andere drüber nach, was macht man bis zur Stadt und was macht man innerhalb der Stadt.
wie kann man das aufteilen in Elektromobilität und andere Dinge. Ich warne nur davor, dass man zu dogmatisch ist und das Kind mit dem Bade ausschüttet. Gestern auf dem Hinflug habe ich Ökotest gelesen für Automobile und ich bin ganz glücklich, dass ich das richtige Auto gewählt habe. Das ist nämlich, hat im Ökotest in seiner Kategorie am besten abgeschnitten. Es ist übrigens ein Diesel, kein Hybridfahrzeug. Also wenn Sie einen Audi A8 Hybrid kaufen statt des Diesels oder ein BMW Hybrid statt des Diesels, machen Sie einfach einen Fehler. Weil die schlecht aus sind. Umwelttechnischen Gründen, das muss man mal ganz klar sagen. Also von der Idee her. Ne? Und deswegen denke ich, auch da muss man etwas umdenken und Konzepte entwickeln, wo das Auto integriert wird, auch in andere Maßnahmen. Das ist das Thema multimodale Mobilität, das sind die Themen Carsharing, das ist auch das Thema, wie geht man denn im Verbund damit um und kann das wirklich auch für die unterschiedlichen Kundengruppen attraktiv machen. Herr Hagenow, haben Sie Erhebungen durchgeführt zu den Einstellungen der Konsumenten zu Themen wie Multi?